Wir nehmen euch mit, weil das heute das erste Ziel des Spiels gegen Minnesota. Es ist ein bisschen laut hier, deswegen wollte ich eigentlich nicht aufnehmen, aber Sarah zwingt mich, ein Video aufzunehmen. Deswegen nehme ich jetzt ein Video für euch auf. Ich muss jetzt hier, also wir haben gerade Dennis verabschiedet, ich muss jetzt Amari hier gerade noch füttern. Da muss ich die kleine Maus hier noch anziehen. Junior bringt gerade Dennis mit zum Spiel. Also der fährt immer mit und kommt dann wieder zurück. Dann holen die uns ab und dann geht's auch vor uns. Ellen. Ja. This guy today was his deadline. He's supposed to record his first video on YouTube today. He didn't make it. So I'm a little disappointed. I've been busy. Busy? Yes. How? What do you mean how? Like I don't, like I don't do nothing. You're working every day. Every day. I'll give you that. Every day. I'll give you that. Every day. I'll give you that. To this day. To this day, boy. We got some neighbors here, guys. Oh, sorry, neighbors. They will start hating us already. But still, it's game time. You still got time to record a video. Yeah, I still, So, okay. Busky dude. My channel. So, das Spiel hat angefangen. Wir sind noch im ersten Viertel. 7 Minuten wurden bereits gespielt und wir liegen mit 2 Punkten zurück. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall ändern. Geht hier heiß her auf jeden Fall. Dennis hat den Ball. Eine halbe Stunde Zeit, deswegen sind wir hier gerade im Family Room, essen erstmal was Schönes. So ein bisschen Nudeln mit Soße und so. Ja, die ganze Crew ist am Start, die sind alle hier am Essen, kannst ja mal rüberschwenken. Hi! Warum warst du so lustig? Chicken Fingers. Da los. Enjoy. Und gleich geht's los. Also für Joel nur Ungesundes und für Ellen natürlich Vegetables. 5, 6, 7 Cake-Pops gegessen habe und 13 Chocolate-Brownies, habe ich mir ein paar Karotten geholt. Ne? Senabu. Pack diese Kamera in mein Gesicht rein sofort. Also das, okay, das war absolut gelungen gerade, was Ellen gesagt hat. Ich habe Schokolade gegessen, aber nur 2 davon. Und, nee, einer war das. Ein Brownie und einen hat Ellen geklaut. Und was war mit den 15 Cake-Pops? Das war Alex und Louis. Habe ich alles auf Kamera? Ihr habt auch auf Kamera. Also, er sagt Cheat Day, obwohl er immer am süßes Essen und Trinken ist. Was hast du denn da? Das ist Wasser. Zeig mal. That's not water. Ja, schaut mal. Was ist das? Diese Vitamintabletten. La, lecker.
ICP. Dennis hat mega abgeliefert, 22 Punkte. Und jetzt gehen wir Richtung Auto und warten dann, bis Dennis auch das stößt. So, ich nochmal. Also, zusammenfassend, geiles Spiel. Es ist nur immer super viel Stress irgendwie. Ne? Man kommt dann nach Hause. Im Auto werden die Kinder schon extrem müde. Wir warten ja dann immer auf Dennis, bis er fertig ist. Und da hat er immer noch so viel Programm, dann macht er Eis und dann kriegt er noch eine Massage und so weiter. Und wir sitzen dann im Auto und warten auf ihn und dann drehen die Kinder mal schon so langsam durch. Ich habe dann immer schon Pyjama so dabei für Amari, dass ich den schon fertig mache. Und dann, wenn wir durch die Tür kommen, direkt Amari erstmal ins Bett. Dann Jun und die Maya duschen, dann runtergehen, noch kurz was essen. Ja, jetzt ist es auch wirklich schon spät. Ich glaube 0.30 Uhr ist es jetzt. Jetzt bin ich so weit, dass ich unter die Dusche gehen kann. Und ich freue mich auf jeden Fall auf mein Bett, weil ich bin wirklich, wirklich K.O. Ja, aber wie gesagt, erfolgreicher Tag. Und morgen fährt Dennis weg zum Auswärtsspiel. Da werde ich euch mal ein bisschen mitnehmen, während er dann packt, abhaut, was auch immer. Aber jetzt erstmal war es das von mir und ja, gute Nacht. So, einen wunderschönen guten Morgen. Die Haare stehen mir hier schon wieder. Was soll's. Wir haben alle lang geschlafen, besser gesagt Amari und die Maya schlafen sogar immer noch. Junior ist jetzt so wach geworden und jetzt gehe ich runter, mache erstmal Smoothie, Zitronenwasser, so Dennis seine Basics am Morgen. Wisst ihr, Dennis mag nicht frühstücken morgens, wegen wenigstens ein Smoothie. Normalerweise mache ich den immer schon ganz, ganz früh morgens, so um 7, 8 Uhr. Und dann, wenn mein Sohn wach wird, ist er schon fertig und jetzt fragt er mich, wo ist eigentlich mein Smoothie? Heute ist Mama spät dran, Junior, ha? Also, ich habe nicht viel Zeit, deswegen muss ich erstmal loslegen. So, ich mache jetzt hier meinen Smoothie. Jetzt habe ich hier so ein bisschen angeknabberte Wassermelone. Nein, ist noch rausgefallen. Die ist nämlich schon ein bisschen weich, ein bisschen Karotte, dann haben wir Kale. Junior schält hier gerade die Mandarinen für mich. Ich habe nämlich leider keine Orangen mehr. Machen wir ein paar Äpfel rein, Bananen, Ananas. Da müsste das gut sein. Ich hatte gestern noch so viel Obst und jetzt ist irgendwie alles weg. Ich hatte gestern so viele Orangen noch und Kiwis und so und alles ist irgendwie weg. Aber dann machen wir... Hast du das gerade gegessen? Ja? Ist gut. Isst du hier gerade unsere Zutaten? So. Yeah. Dann ist überlege, welche Schuhe er anziehen soll. Eine kleine Auswahl. Dann der Puma. Links, rechts. Achso, das sind seine Latschen. Ich sag die dunklen. Okay. Ja, sind beide Puma, Junior. Wolf war Puma. Dann dunkle. Hier sind meine ganzen Reste. Mal umrühren. Hier ist schon sein Zitronenwasser. Ja, ja, Schatzi. Warte, warte, warte. Dein Smoothie ist fertig. Dein Oatmeal, ja, mach ich, Schatz. Smoothie, hier ist Wasser. Dennis ist ready. 22 Minuten. Ist das ein neuer? Ja, ich weiß, die fallen ab. Ich wechsle die gerade ein bisschen. Also kann ich hier dran? Nee. Ich wäre vorsichtig. Also kannst du vielleicht, aber es ist bestimmt eine Frage der Zeit, bis es sich auch löst. So, Dennis muss jetzt nach Chicago. Yes, ich bin nach Chicago. Nur ein Spiel. Kommen wir morgen Abend direkt wieder, aber back-to-back gegen Philly. Richtig. Das heißt, in dem Sinne, vielleicht, ne? Kommentiert, abonniert den Kanal. Ich werde es Ihnen nochmal sagen. Du wirst bestimmt noch mal sagen. Du wirst bestimmt noch mal sagen. Ey, Sir, am Leben. Pfui. Ah. Wird noch geknutscht. See you later, yeah? I call you later on.
So, und jetzt verabschiede ich mich erstmal. Jetzt ist Dennis erstmal weg. Ich muss jetzt hier erstmal den ganzen, also die Küche sieht auch aus, ne? Also ich meine, das Haus ist eh noch nicht richtig. Steht überall noch Kartons und so rum, aber die Küche muss ich jetzt mal Vordermann bringen. Jetzt mache ich erstmal, Julia will noch Oatmeal essen. Ich fülle jetzt noch den restlichen Saft in Gläser. Ich habe so richtig coole Gläser bei Amazon geholt. Da ist so eine Silikonhülle drum und es hat aber eigentlich Glas. Und da gibt es so verschiedene Aufsätze. Ich kann da, also auch so geschlossene Aufsätze, so dass ich auch transportieren kann. Oder mache ich auch das Babyessen rein von meinem Kleinen. Das mache ich ja auch immer selbst. Jetzt kommt irgendjemand wieder rein, weil er uns vergessen hat. Was hast du vergessen, Joel? Wo bist du? Was hast du vergessen? Ich dachte, ich kriege auch ins Profi. Ach so, ja, sorry. Ich habe Joel vergessen. Bitte schön, ciao. Da ist er wieder weg. So, ich mache erstmal Oatmeal. Eigentlich versuche ich, auf Milch zu verzichten. Also das ist für mich immer so eine wirklich absolute Ausnahme. Gerade bei den Kindern versuche ich, keine Milchprodukte zu verwenden. Klar, auf Käse und so, da komme ich meistens halt noch nicht so drum herum, weil meine Kinder wirklich, also ja, die sind vegan, vegetarisch, was auch immer, also vegan, nicht so gerne mögen. Aber wie gesagt, alles immer halt eine Ausnahme. Und dadurch, dass es jetzt halt auch schnell gehen soll und dadurch, dass halt Junior und Imai jetzt auch mehr oder weniger alleine frühstücken, wenn wir alle zusammen frühstücken, dann frühstücken wir halt immer so mit, ja, keine Ahnung, habe ich mal ein bisschen Mühe, dann schneide ich Obst, Gemüse und dann gibt es dann Brot und okay, Brötchen hier immer halt schwierig. Manchmal habe ich welche, manchmal aber auch nicht. Ah, ich rede zu viel. Naja, ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal Oatmeal. Ich achte auf jeden Fall darauf, dass alles bei mir immer organic ist. Also ob es jetzt der Honig ist, ja, mein Schatz. Ja, also nur 4 Zutaten. Das koche ich jetzt hier. Und ja, bevor Julia schimpft, beeile ich mich mal lieber. So, Julia hilft mir jetzt hier auch noch, ne? Das ist für ihn und seine Schwester. Da bereitet er jetzt... Ich habe jetzt schon die Milch am Kochen hier. Ja, du, eine Cinnamon Challenge. Da will ich jetzt das Zimt auf den Löffel nehmen und das essen. Sag mal, bist du verrückt? It's good like this. It's sweet, Annoy. It's not sweet. Das stimmt nicht. It's not sweet. So. Und? Ist gut? Ist heiß, ne? Ist es gut? Jetzt habe ich noch gar nicht erzählt in meinen Videos. Wir haben jetzt einen Koch. Heute ist sein 2. Tag bei uns und er kocht echt fantastisch. Dennis wollte mir ein bisschen Arbeit abnehmen hier sehen. Deswegen hat er gesagt, komm, das ist so gut. Dennis sagt, das ist so gut. Und wir haben einen ganz, ganz fantastischen Koch gefunden. Ich zeige euch mal, was ich hier auf dem Teller liegen habe. Wir haben hier Halbutt. Halbutt, okay. Bisschen Salat. Nachschlag. Du hast schon aufgegessen. Imaya noch nicht so richtig. Mobat ist lecker? Mhm. Ja? Alex, what do you think? It's fire. It's fire. This right here though? Yeah? It's crazy. Yeah? I don't like no smoked salmon. I never eat that, but it's amazing. Yeah? Good. Don't so, Joel ist auch am Start. Hey, hey. Im Hintergrund seht ihr unseren wahnsinnig guten Chefkoch. Ja? Kann ich wirklich nur empfehlen. Also es ist wirklich mega. Du, komm, jetzt übertreibst du ein bisschen hier. Ja, ich mache gerade ein Video, das kommt. Wann kommt denn das nächste Video? Ich habe es jetzt schon hochgeladen, alles soweit, dass hier mein Endszenen passiert jetzt hier gerade. Ach, ehrlich? Ja. Ja, wann kommt denn dein Video? Morgen. Morgen? Ja. Okay, schaut euch auf jeden Fall auch Joels Video morgen an. Wir blenden Joel hier nochmal einmal ganz kurz mit ein, weil falls ihr ihn noch nicht abonniert... Warum denn immer derselbe? Falls ihr noch nicht abonniert habt, tut das bitte. Checkt seine Videos aus und liked und kommentiert ganz fleißig. Es ist jetzt schon der 26. Alex hat leider immer noch keinen YouTube-Channel. Da war was, ne? Ja, 26. Da war was, ne? So, okay, aber ich muss jetzt erstmal essen, weil das sieht einfach zu gut aus. So, Essen, fantastisch. Teller komplett leer auf jeden Fall, mit Nachschlag genommen. Hier haben wir jetzt noch ein bisschen Früchteteller. Seht ihr, wo versteckt sich hinter unserem Früchteteller? Die Kinder lieben Früchte, die haben ja schon 2 Teller gerade aufgegessen. Und Joel, isst du mal bitte dein Essen? Ja. Ich suche dir das Handy zur Seite, das macht man nicht. Sag ich, während ich mein Handy in der Hand habe. Okay, sorry. Wer war denn das gerade? Ich habe nur YouTube ein bisschen gecheckt, denn dein Video ist ja heute online gegangen. Weil gestern war ja ein geisteskrankes, gutes Spiel und da habe ich noch ein bisschen die Stats und so gecheckt. Nice. Ja. Okay, erstmal weiter, ne?